بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Dies ist eine Herausforderung an die Christen in Deutschland und in der ganzen Welt. Und zwar das klassische Christentum, das heißt die Christen, die an die Zentrallehre der Christen denken, glauben, das athanasianische Glaubensbekenntnis, dass es drei göttliche Personen gäbe, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, und dass diese drei göttlichen Personen eins seien, wesensgleich, gleichmächtig, gleichwissend, etc. Wir hören immer wieder, und wir müssen uns dagegen wehren, deswegen wir haben mit diesem Thema nie angefangen, sondern wir hören immer wieder Vorurteile, der Islam sei eine Religion des Krieges, der Islam sei eine Religion, die barbarisch sei, etc. Und dies insbesondere von christlichen Missionaren, von freikirchlichen sogenannten Sekten und auch von Katholiken, und wie beispielsweise auch der Herr Ratzinger Aussagen in diese Richtung gemacht hatte, wo er sich natürlich nicht so krass geäußert hat. Wir hören es immer wieder. Ja, man kommt mit diesen ganz tollen Argument und sagt, Jesus habe nie getötet. Er habe gesagt, wenn die eine auf die linke Wange haut, halte die rechte hin oder andersrum. Ja, oder also sinngemäß. Und Friede vor der Eierkuchen. Das wird immer gesagt. Und das sei der Beweis dafür. Und der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, habe dagegen Kriegen geführt. Und das sei der Beweis dafür, dass das Christentum richtig sei und dass der Islam falsch sei. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass das Führen von Kriegen nicht unbedingt ein Beweis dafür ist, dass die Person, die den Krieg geführt hat, falsch lag. Denn man kann Kriege aus gerechten Gründen führen, um Ungerechtigkeit zu beseitigen, oder man kann Kriege aus ungerechten Gründen führen, um der Macht des Teufels, um die Macht des Teufels zu etablieren. Von daher ist es völlig falsch zu sagen, der ist falsch, weil er Kriege geführt hat, und der ist richtig, weil er keine Kriege geführt hat. Sondern dies kann an den Umständen, an den jeweiligen Umständen des Lebens liegen. Und hier frage ich, und ich will nicht zu viele Fragen stellen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich den Christen zu viele Fragen stelle, dass sie sich immer eine Frage aussuchen, oder ich sage lieber nicht die Christen, ich muss nicht auf alle Christen beziehen, aber ich meine gerade die Christen, die in YouTube und in anderen Foren ihren Unsinn erzählen. Ich weiß, dass wenn man ihnen viele Argumente bringt und viele Fragen stellt, dass sie es dann immer wieder schaffen, um den heißen Brei zu reden und die Frage nicht beantworten. Deswegen meine Frage. Ihr sagt ja immer, Mohammed sei falsch, weil er Kriege geführt hat, und Jesus sei richtig, weil er keine Kriege geführt hat. Ich frage euch, im Alten Testament, in Numeri 31, befiehlt Gott Moses, die Midianiter zu zerstören und sogar ihre Frauen zu töten. Ich frage euch, wenn ihr glaubt, dass Jesus Gott ist, ist Jesus, und das ist jetzt die Frage, ist Jesus der Gott, der befohlen hat, die Midianiter zu töten, ihre Frauen zu töten und ihre männlichen Kinder zu töten? Ist Jesus der Gott, der das befohlen hat? Weil ihr glaubt ja, dass Jesus Gott ist, an die Trinitarier. Das heißt Katholiken, Protestanten, freikirchliche sogenannte Sekten. Ist Jesus der Gott, der das befohlen hat? Oder in Samuel 15, Vers 13. Und ihr sollt sie der Vernichtung weihen. In Samuel 15. Ihr sollt sie der Vernichtung weihen. Und keine Gnade an ihnen haben. Und sie zu Tode bringen. Mann wie Frau, Kind wie Säugling. Ist der Gott, der das befohlen hat, ist das Jesus? Oder ist das nicht Jesus? Wenn das nicht Jesus ist, dann frage ich, wie kann dann Jesus Gott sein? Oder hat Jesus, der Gott Jesus, laut christlicher Lehre, und der Gott Vater,
haben die eine Meinungsverschiedenheit dieser Sache. Das heißt, sind die unterschiedlicher Meinung. Will der eine Gott dieses und der andere Gott will jenes? Oder ist Jesus doch nicht Gott? Und wenn Jesus nicht Gott ist, wer hat dann eher Recht? Gott? Wer hat eher das Recht, dass man ihm folgt? Gott oder Jesus? Das heißt, ihr habt eigentlich nur eine Möglichkeit. Entweder ihr sagt, ja, Jesus ist derjenige, der das befohlen hat. Und dann habt ihr nicht mehr das Recht, die heuchlerischen Aussagen zu machen, dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, falsch sei, weil er ja Kriege geführt habe. Denn das, was Mohammed getan hat, ist laut unserem säkularen Verständnis oder unserem modernen Verständnis weniger brutal als das, was Jesus, wenn ihr sagt, Jesus Gott, befohlen hat. Denn laut eurer Bibel hat Jesus befohlen, Kinder zu töten und Frauen zu töten. Und Mohammed, Friede und Segen mit ihm, hat es immer verboten im Kriegsfall, dass Frauen getötet werden, dass Kinder getötet werden. Das heißt, ich frage mich, ob ihr weiter an diesen heuchlerischen Argumenten festhaltet und vielleicht kommt ihr ja irgendwann zu Verstand. Denn ich sehe immer wieder, dass Leute sich so viel Hass in ihre Herzen einreden, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, zu differenzieren und die Wahrheit zu finden. Und möge der allmächtige Gott uns allen die Wahrheit als wahr zeigen und uns helfen, sie zu befolgen, und möge uns das Falsche als falsch zeigen und uns helfen, es zu vermeiden. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.